So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime. Ich muss hier das Kraftwerk deaktivieren, auch wenn es mir nicht gefällt. Der Hans schießt auf mich und da ist noch ein Hans. Geh kacken, du bist eklig. Psychopath, gestörte. So, hier gibt's massig an Pirateneinträgen. Eintrag 10.3448. Wir werden die neu entdeckte Energiequelle fordern als Phason bezeichnen. Es handelt sich um ein V-indiziertes Mutagen. Das Phason ist giftiges Material. Das ist das, was die Schurze als große Bezeugner bezeichnen. Das Phason ist mit einem Meteoriten auf dem Planeten Talon 4 gelandet und dieser Meteorit hat den Einschlagskrater verursacht. An dem wir noch nicht waren. Ein V-indiziertes Mutagen, von dem wir sehr wenige aussagekräftige Daten haben. Ein Anhaltspunkt ist momentan ein Meteorit unbekannter Herkunft, der vor unbestimmter Zeit eingeschlagen ist und seither Phasonen an die Umgebung abzugehen scheint. Hätte ich ja das vorhin nicht erwähnen müssen. Diese Substanz besitzt gewisse Eigenschaften, die an ein aktives Virus erinnern. So löst sie bei Lebewesen zelluläre Veränderungen aus, welche diese widerstandsfähig gegenüber ihrer ursprünglichen toxischen Wirkung machen. Entsprechende Mutationen erscheinen uns mit ihren plötzlichen Entwicklungssprüngen, die bereits von ihrer Generation zur nächsten auftreten, äußerst vielversprechend. Die Errichtung einer kompletten Forschungseinrichtung auf Talon 4 ist bereits in Planung. Okay, aber das müssen wir jetzt nicht alles scannen, das ist im Prinzip nicht so wichtig. Jedenfalls nicht für dieses Let's Play. Wir machen ja keinen 100% Run oder sowas. So, da kommt gleich einer geflogen, falls ich wusste. Weg! Leglösch. Eklösch. So, da müssen noch mehr Hans sein. Verschiedene Hans-Sorten. Ja, geh weg! Bams. Bams. Hä? Ach so, die hab ich gar nicht gesehen. Wer bist du denn? Bist du eklig? Und weg ist er. Hier, ich höre schon das Itemgeräusch. In diesem Behälter ist was, aber das können wir noch nicht öffnen. Jedenfalls noch nicht. Muss ich nochmal schauen. Okay, raus hier. Hallo, Samus. Och Mann, jetzt ist die Tür dazu. Was geht denn mit der ab? Sie ist ja voll im Eimer. Die aber nicht. Ha! Ist ja lol. Waffel. Da ist was. Observatorium. Der Hans! Marin! Geh weg, Weltraumpirat! Du bist eklig, geh kacken! Weg! Ist da noch einer? Ja, irgendwo muss noch einer sein. Da ist er. Da ist noch einer. Wo ist der? Der Hans. Hallo? Achso. Bam! Okay, das war der letzte. Okay, da vorne ist irgendwas, was ich aktivieren soll. Missile. Holographische Darstellung initialisiert. Heißt, bitte was? Ah, ich glaube, ich muss diesen Hologrammprojektor da aktivieren. Okay, jetzt muss ich darüber.
Schaffen wir diesen Sprung? Ja. Diesen aber nicht. Aber wir haben es noch gefangen. So, jetzt hier rein. Bounce. So. Ah, cool. Okay, jetzt sind diese Boostball-Dinger da einsatzbereit. So, jetzt kommt Nummer 2. Nummer 3. Hallo? Nummer 4. Spacig. Ein Planetensystem wird dargestellt. Und da oben ist ein Item. Ich spoiler schon mal voraus. Das ist eine sogenannte Charge-Combo. Die kann man verwenden, um zum Beispiel den Power-Beam mit Missiles zu kombinieren. Jeder Beam hat eine Charge-Combo. Gibt also 4 Stück. Das da oben ist die erste. Ah, geschafft. Ui. Wo geht's jetzt lang? Geht's da hoch? Da hoch? Okay. Okay. Jetzt gehe ich erstmal da rein. Missile. Weg. Tür auf. Speicherstation. Ja, dann speichern wir hier mal. Nö. So, jetzt hole ich mir aber noch schnell das da vorne, bevor wir weitermachen. Das ist sehr nice. Das ist eins der 2 Sachen, die wir brauchen, um die kaputte Tür zu reparieren. Super Missile erhalten! Ja, ich zeige euch jetzt mal, wie eine normale Missile aussieht, falls ihr das noch nicht wisst. Wisst ihr aber schon? So, und jetzt zeige ich euch mal eine Super Missile. Bam! So, aber jetzt möchte ich nochmal speichern. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Nö. Speichern. Spielstand wurde abgespeichert. Energievorrat vollständig wiederhergestellt. Sehr schön. So, jetzt machen wir hier auch mal erstmal wieder kurz einen Cut und sehen uns dann wieder. Bis bald.